herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit erleben. Wir wollen uns heute ein schmerzvolles Thema angucken. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Schmerzen sind weit verbreitet und wir haben eine schnelle Lösung. Jeder hat schon so seine Pillchen und dann eingepfiffen und schnell geht's weiter. Da wünschen wir uns doch manchmal schmerzlos nach. Und wir wollen in dieser Sendung gucken, was hat der Schmerz für eine Botschaft und wie können wir aus der Ganzheitsmedizin den Schmerz lindern. Bettina, da frage ich dich als Ärztin erstmal, was sagst du zum Schmerz? Ja, Schmerz ist wirklich ein großes Thema, weil Schmerzen ganz oft mit den unterschiedlichen Erkrankungen einhergehen. Also es gibt eine multifaktorielle Genese, eines meiner Lieblingswörter. Es gibt internistische Erkrankungen, die Schmerz machen können, wie rheumatoide Arthritis, also Rheuma, oder Herzerkrankung, koronare Herzkrankheit, die Herzschmerz macht. Es gibt natürlich orthopädische Erkrankungsursachen, Schmerzursachen, Wirbelsäulensyndrom, Gelenke. Es gibt seelische Schmerzursachen, chronisches Schmerzsyndrom, das ist so eine Grenzgeschichte. Oder eben auch Fibromyalgie, es ist so ein spezieller Begriff, wo häufig wie so ein Sammelsurium, ja, Patienten fast reingestopft werden, wenn man nichts anderes weiß. Ich will damit sagen, es gibt die unterschiedlichsten Ursachen für Schmerzen. Und es ist natürlich schon sinnvoll zu gucken, welche Ursache ist denn bei mir vorhanden. Und dann kann ich natürlich gezielt etwas dagegen setzen, um im Idealfall auch hier wieder in eine Balance zu kommen zwischen den Schmerzhaften Anteilen und den schmerzfreien Anteilen, um da zu finden, wie können die miteinander ins Gespräch kommen und sich gegenseitig unterstützen. Ich muss auch hier beim Schmerz noch mal sagen, wenn wir den Schmerz frontal bekämpfen, dann trainieren wir unseren Gegner. Und ich habe in meiner ganzheitlichen systemischen Beratung gelernt, nur das, was so sein darf, wie es ist, kann sich auch verändern. Das heißt, wie können wir eine Haltung einnehmen, wo wir uns nicht so sehr an dem Schmerz abarbeiten, dass der Schmerz noch stärker wird und wir zusätzlich frustriert sind und in dem Miteinander von Körper und Seele, dass es immer wieder zu beobachten gilt, wir übersehen, welche Signalwirkung es hat und wir tatsächlich hier auch unseren Körper ein bisschen mehr verstehen und in einen Vorgang der Verständigung treten, anstatt eben, wie gesagt, uns daran abzuarbeiten. Schon ganz schön herausfordernd, ne? Gerade bei chronischen Schmerzen, also bei akuten Schmerzen, da finde ich es noch einfacher, so eine Wirkung ursachemäßig, so was habe ich jetzt, was ist jetzt passiert oder was war jetzt wieder, dass man zum Beispiel Kopfschmerzen oder sowas. So eine gängige Geschichte, wenn ich weiß, ich habe den ganzen Tag nichts getrunken, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich abends Kopfschmerzen habe. Ja. Aber gerade bei chronischen Schmerzen ist es natürlich auch schon herausfordernd zu sagen, ich gehe mal einen Schritt zurück und sehe, was ist denn da eigentlich los und wie kann ich meinem Körper was Gutes tun, zum Beispiel bei allen entzündlichen Prozessen oder was da so los ist gerade im Körper. Gerade weil ich erstmal nur sauer bin, dass ich den Schmerz so habe und ich und nicht die anderen und so weiter. Also da einfach mal in eine friedlichere Haltung zu kommen, ist schon eine große Herausforderung. Mhm. Es lohnt sich aber, weil wir aus dieser Enge, die ja Angst erzeugt, in die Weite kommen und noch mal schauen, was ist da eigentlich los. Und eine wichtige Frage dabei ist, weil der Schmerz so eng mit dem Nervensystem zusammenhängt, die Frage, was hat mich in letzter Zeit genervt? Was ist mir auf die Nerven gegangen? Und dem auf die Spur zu kommen, um dann eine Entlastung für den ganzen Menschen zu erleben und das Signal, Schmerz weniger nötig zu machen, das ist schon ein abenteuerlicher, aber sehr lohnenswerter Weg. Hilfreich kann dabei sein, tatsächlich ein Schmerztagebuch mal zu führen, um wirklich zu gucken, was habe ich an diesem Tag erlebt, wie habe ich mich herausgefordert bis überfordert, wie reagiert mein Körper dazu? Aber da empfehle ich sofort, nicht nur das Schmerztagebuch zu führen, sondern
sofort auch noch drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin an diesem Tag, um das schon wieder den Fokus nicht nur auf dem Schmerz zu haben, sondern das Gute und Gelingende an diesem Tag mit dazuzunehmen. Es ist wichtig zu gucken, wodurch kann ich meinen Schmerz verstärken und provozieren. Das sollte ich natürlich reduzieren, klar. Und sofort aber das Gegenstück dazu mitdenken, was habe ich Schönes an diesem Tag erlebt? Weil auch beim Schmerz gilt, großenteils ist mein Körper gesund. Ja, also nicht nur den Schmerz wahrnehmen, ja, sondern auch die Phasen, wo es mir besser geht, oder ja, die Körperregionen, die gerade nicht davon betroffen sind, die auch mal wahrzunehmen und das zu würdigen. Und auch mit dieser Suchbewegung in den neuen Tag zu gehen und zu sagen, okay, was habe ich trotz des Schmerzes? Mir fällt noch ein, dass wir so an den Schmerz gewöhnt sind, dass das irgendwie schon, das gehört zum Leben dazu. Na, du hast den Schmerz. Und ich würde sagen, ich empfinde Schmerz als ein Warnsignal, als ein großes Achtungszeichen des Körpers. Der sagt also, Achtung, hier stimmt was nicht. Also guck da mal hin. Wir sollten auf diese Warnung unseres Körpers schon hören. Wir sehen ja, dass unser Körper so eng verbunden ist. Und ich verbinde den Schmerz immer mit Entzündungen. Und bei Entzündung kommt ja gleichzeitig bei mir, Achtung, vermülltes Bindegewebe. Wo hat sich bei mir Schlacken angesammelt? Wo ist irgendwas da nicht in Ordnung? Warum konnte eine Entzündung in meinem Körper kommen, dass ich dagegen steuere? Also für mich ist wirklich der Schmerz und die Entzündung sehr zusammengehörig und dass ich da genau hingucke. Mhm. Und damit öffnet sich ja schon der Blick, dass du einfach auch fragst, wo sind Lösungen? Ich war mal als Gast zum Hospitieren in einem Schmerzforum. Man saß so an Sechsertischen und hatte Fragen zu beantworten in die Runde. Und die erste Frage war, wann haben Sie sich in den letzten Monaten mal so wirklich wohlgefühlt? Was zu meiner Überraschung passierte, ist, dass niemand auf diese Frage am Tisch eingegangen ist, sondern alle erzählt haben, welche Schmerzen sie haben und welche Medikamente sie nehmen, um einfach auch ihre Daseinsberechtigung da in diesen Schmerzforum nachzuweisen. Und mir ist an dieser Stelle deutlich geworden, wie schwer es uns fällt, als Einzelne, als Gesellschaft, mal aus dieser destruktiven, defizitfixierten Betrachtungsweise heranzukommen und stattdessen für Lösungen und gesundes Aufmerksamsein, wie es in unserem Gesundheits-ABC heißt. Das ist die große Herausforderung. Du musst gleich an die Kippbilder denken. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der jetzt gerade zuschaut von der ersten Sendung, wo es ja schwarz und weiß gibt. Und es ist ja nicht nur schwarz oder nicht nur weiß, aber wir schauen eben gerne auf das Schwarze, auf das ein kleiner schwarzer Punkt auf einem weißen Blatt, und wir sehen den schwarzen Punkt und nicht das weiße Blatt. So, ja. Die Frage ist ja, wie man das dann bewertet auch. Mhm. Der Schmerz, fokussiert man sich so darauf, dass man nur noch Schmerz ist? Oder kann man ein Stück zurücktreten und sagen, okay, das schmerzt aber eben ganz, ganz, ganz viel, funktioniert ja einwandfrei. Wir können weiter atmen, unser Herz schlägt weiter, wir können weiter laufen oder was auch immer. Mhm. Und da gilt die Regel, unsere Befindlichkeit wird davon bestimmt, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Ja, da würde ich so gerne jetzt schon auf das Bild verweisen. Mhm. Ja? Im Zentrum soll der Schmerz stehen, ja, aber es gilt, den Schmerz zu integrieren, ihn fast zu umarmen, in das Ganze mit einzubeziehen, in Kontakt zu treten. Mhm. Und dann steht er nicht mehr isoliert, sondern wirklich er gehört dazu. Manchen Schmerz kriegen wir auch nicht weg. Er gehört dazu, aber er ist nicht mehr isoliert und kein Feind mehr, sondern wir finden einen Kontakt, ein Umgehen damit. Und Schmerz an sich ist ja eigentlich eine total tolle Sache, dass unser Körper, ist jetzt eine steile These, ich weiß, die Leber kann keinen Schmerz aussenden. Das ist unser einziges Organ, was nicht schmerzen kann. Und da sehen wir dann, was passiert. Ja. Wir sagen ja, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, aber da achten wir ja nicht so drauf. Aber wenn sie keinen Schmerz aussenden kann, kann sie eben auch nicht sagen, hey, hier ist wirklich was nicht in Ordnung, schau mal hin. Ja. Und dann können wir eben auch nicht agieren. Und wenn man es dann merkt, ist es meistens ja schon wirklich 5:05 oder ganz, ganz, ganz kurz vor 12. Von daher können wir eigentlich auch, ich sage das jetzt einfach mal so, auch froh sein, dass unser Körper diese Möglichkeit hat, uns diese Rückmeldung zu geben, hey,
hier an dieser Stelle stimmt was nicht. Mhm. Unabhängig davon, wie angenehm oder unangenehm das ist. Ja, also ist der Schmerz nicht nur unser Feind, sondern eben auch ein Gesprächspartner. Aus der Ganzheitsmedizin möchte ich immer noch, weil ich das so ganz wichtig finde, weil wir oft da nicht hinschauen, die Ernährung. Also wenn ich kann wirklich den Schmerz füttern mit viel gekochten, mit Fertignahrung, mit schlechten Fetten, mit Zucker, viel Zucker und tierischen Eiweißen, viele Milchprodukte und viel Käse. Ne? Also dass ich da genau gucke, züchte ich eigentlich auch meinen Schmerz und gleichzeitig meine Entzündung? Oder wie ist es eigentlich? Esse ich doch jetzt rohkostbewusst wieder alles, eine vollwertige, gute Ernährung, die ballaststoffhaltig ist, rohkosthaltig, Beeren, Nüsse, Hülsenfrüchte. Also dieses ganze Gebiet der Rohkost, auch zu sagen, damit und da gleichzeitig zu gucken, ich mache mal 1, 2, 3 basische Wochen. Da wird der Schmerz geringer durch basisch. Oder wer sich traut zu sagen, Mensch, dann versuche ich mal, ich entschlack mal. Ich versuche mal zu fasten. Irgendeine Intervallfasten, viel trinken und auch mal das Buchinger Fasten zu nehmen. Ich habe dem Schmerz mit Ernährung und mit Fasten was entgegenzusetzen. Ja. Mhm. Aber wir haben ja hier 2 Kräuterfrauen. Vielleicht geht er auf das Thema noch mal ein. Ja, aus dem Pflanzenreich haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Helfer. Ich fange mal mit den ätherischen Ölen an. Jawohl, und ich mache die Pflanzen. Ja, da gibt es auch echt einiges, was man machen kann, weil ätherische Öle ja in unseren Körper eindringen, ungefähr in 20 Minuten in jeder Zelle unseres Körpers nachweisbar ist. Das Tolle ist, sie wandern vor allen Dingen dahin, wo sie gerade gebraucht werden. Das ist schon mal eine tolle Sache. Und die Öle, die docken an die Zellen an und interagieren mit der Zellmembran. Und deshalb können wir da wirklich was tun für uns, auch an der Schmerzstelle, weil sie auch die Ausschüttung von Neurotransmittern begünstigen, zum Beispiel Serotonin oder Endorphine. Und es gibt auch Öle, zum Beispiel die Tonka-Bohne kennen vielleicht einige. Das nimmt man so, kann man auch reiben, einfach als Gewürz. Das ist ähnlich wie Vanille, wird es gerne genommen, aber es hat auch so einen Waldmeisterduft. Und da sind Kumarine drin, das ist eben das, was nach frischem Heu riecht, was nach Waldmeister riecht oder eben auch nach Tonka. Und das ist unserem körpereigenen Morphin sehr, sehr ähnlich. Ja. Und da können wir wirklich gut was für uns tun. Und gleichzeitig, weil die ätherischen Öle eben im limbischen System verarbeitet werden, wo auch die Emotionen verarbeitet werden, können wir was machen an der qualitativen Wahrnehmung des Schmerzes. Wie doll nehme ich den wahr? Mal abgesehen von den ganzen Salicylpflanzen, die wir auch haben. Also das ist zum Beispiel hier bei den ätherischen Ölen, wenn wir uns Wintergrün nehmen oder auch die Birke. Wir sitzen hier im Birkenwald und das weiß kaum einer, dass Birke wirklich eine ganz starke Schmerzstillerin ist. Und das kann man einfach mal, ne, ich sag mal im übertragenen Sinne, den Baum umarmen und da mal nachspüren, aber wir haben auch noch viel, viel mehr Bäume. Ne, oder zum Beispiel mal Birkenblätter. Wie einfach ist das im Frühling, Birkenblätter zu sammeln und sich mal einen Birkentee zu machen. Ja, oder Holunder kennen ja auch die meisten. Also Salicylsäure, wie du sagst, die Schmerzmittel ist in vielen, vielen Pflanzen drin. Also die Weidenrinde setzen wir als Kräuterfrauen im Februar, März als erstes an, die Weidenrindentinktur. Oder wo du sagst, Holunder, einfach mal Mutterkraut, ne? Mutterkraut, ein Holundertee oder die Linde, das ist ein wohlschmeckender Tee als Lindentee, dass man einfach mal eine Kur macht. Oder wieder unser bewährtes, schmerzstillendes Johanniskrautöl. Wie viele Leute haben da schon gesagt, oh Mann, wo es geschmerzt hat, da war es sehr wohltuend und ist ein richtiger Schmerzstiller. Also die Pflanzen auch zu nutzen. Ja. Und Ruth schmuggelt das auch immer in unser Mittagessen rein? Schmuggelt das ins Mittagessen rein. Also in diesem kleinen Heftchen 50 Rezepte, die Wildkräuterküche. Dass man einfach weiß, alles was wichtig ist, wächst um uns herum und man kann es ganz einfach täglich in der Wildkräuterküche mit benutzen. Was mir noch wichtig ist, ist, dass Schmerz ja nicht gleich Schmerz ist. Also, dass wir wirklich gucken müssen, wo sitzt denn der Schmerz? Ist es in den Gelenken oder fängt schon an? Wollen wir lieber was Warmes drauf haben oder lieber was Kühles? In welche Richtung soll es denn gehen? Ist es eher eine Entzündung oder eine Schwellung oder was auch immer? Ist es ein Muskelschmerz? Dann auf jeden Fall das Johanniskraut. Tun uns die Knochen oder sonst was weh, dann würde ich auf jeden Fall den Beinwälder zunehmen. Ja, unbedingt. Auch in der Welt der ätherischen Öle kann man dann auswählen. Ne? Ob das jetzt
ob man etwas Erwärmendes nimmt. Ja, zum Beispiel der Weihrauch. Sehr gut. Oder jetzt auch bei Gelenken, wenn die entzündet sind, kann man Lorbeer nehmen. Das klingt so abgefahren, weil wir Lorbeer eigentlich eher mit herzhaften Essen in Verbindung setzen. Aber wenn man da dran Duft schnuppert, der duftet ganz süß. Mhm. Im arabischen Raum wird das viel auch für Nachspeisen und so weiter verwendet. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, was auch noch nebenher entzündungshemmend ist. Und dann tun wir doppelt was Gutes für uns. Und als Beispiel bei Gicht, ne, und Rheuma, die Gicht, das hat furchtbare Schmerzen. Und um uns herum wächst Giersch. Ne? Also Giersch essen, Giersch trinken, Giersch hier drauf. Grafen, ne? Ne? Und Giersch, einfach diese Pflanzen, die so schmerzstillend sind, mit integrieren. Das Schöne ist, man kann es ja einfach ausprobieren. Mhm. Also ob das jetzt mal so eine Rohkostwoche, die tut nicht weh. Das kostet nicht viel, da hat man keinen Eingriff und nichts. Man testet es einfach, wenn es einem gut tut, dann ist es auch einfach, es weiterzumachen. Weil viele haben ja dann die Hürde so, oh Gott, was soll ich denn dann überhaupt noch essen, wenn ich jetzt keinen Zucker, kein Weißmehl, keine Milchprodukte? Also vegan, ohne Zucker, ohne Brot, wie soll das denn gehen? Ja. Aber wenn man es zumindest mal einen Tag schafft und dann merkt, ach nee, tut mir wirklich gut, und dann kann man ja auch weitermachen. Was für eine Frage. Das waren jetzt so ganz praktische Tipps, die ich super wertvoll finde, die ich übrigens selber auch immer wieder mal umsetzen muss. Wir können uns auf körpertherapeutischer Ebene natürlich auch noch Unterstützung holen. Ich liebe den Bodyscan, ob man das im Liegen macht oder auch im Sitzen, wo man in Gedanken mit einem inneren Auge sozusagen durch den Körper wandert und jeweils checkt, ach, wie fühlt sich mein Knöchel an? Wie fühlt sich mein Knie an? Ja, und da das vielleicht im Seitenvergleich und dann oft merkt, ach, die Seite ist doch ganz gut. Und die kann dann der schmerzhaften Seite ein Lächeln schenken. Ja? Und durch den Bodyscan erleben wir, wenn wir das eben systematisch machen, es gibt viele schmerzfreie Anteile, die dann die Anteile, die Regionen, die Schmerzen etwas unterstützen können, weil unser Körper ist ein Ganzes und Ganzkörperschmerzen sind zum Glück selten. Ja? Eine andere Methode dazu wäre auch noch, wenn wir das noch ein bisschen kreativtherapeutisch umsetzen, zu überlegen, welches Bild hat mein Schmerz? Liegt mir der Schmerz wie ein Felsbrocken auf dem Herzen oder ist der Schmerz wie ein Messer im Magen oder wie auch immer? Also wirklich das individuelle Bild dazu zu finden und dann nach der Bedeutung zu fragen. Oder auch, wie alt ist dieser Schmerz denn? Wie lange kenne ich diesen Schmerz denn schon? In welcher Situation ist er denn zuerst aufgetreten? Und dann kann ich vielleicht im Sinne vom Verstehen des Ursprungs die ganze Sache wieder aufrollen und vielleicht etwas lösen, damit der Schmerz in der Gegenwart sich im besten Falle auflöst oder eben wenigstens verringert. Manche Regionen merken wir ja nur, wenn sie schmerzen, dummerweise. Und mir ist da das Bild von Verhaltensauffälligkeiten deutlich. Unser Körper will auf sich aufmerksam machen. Ja. Und wenn er das im Positiven nicht bekommt, dann nimmt er sich das im Negativen. Wir haben das bei unseren 5 angenommenen Kindern, haben wir das immer wieder ausloten können. Die wollten Aufmerksamkeit um jeden Preis. Und wenn sie die positive nicht bekommen haben, dann haben sie die negative genommen. Und das ist natürlich keine gute Lösung. Und wir haben dann festgestellt, dagegen anzukämpfen, ist völlig zwecklos, sondern wir müssen da einfach eine wohlwollende Strategie finden, um besser damit umgehen zu können und diese Aufmerksamkeit einfach über das Wohlbefinden zu schenken und nicht über den Schmerz. Ja, wir sagen ja immer, die Seele sagt dem Körper, hey, auf mich hört sie nicht, sag du es ihr. Ja. So. Wenn es da nicht funktioniert, dann wird eben der Körper mit einbezogen. Aber genauso können die beiden sich ja wieder unterstützen. Ja. Gegenseitig. Ja. Beim Schmerz finde ich noch die Naturheilkunde wichtig. Die Wasseranwendung. Sebastian Kneipp lässt grüßen. Das Wärme ist doch oft so eine Freude und so entspannend. Oder Tatsache auch mal gucken, was tut mir gut. Einen kurzen Kältereis setzen. Also ich würde mich damit beschäftigen, um zu sehen, alles, was ich selbst machen kann, in Eigenverantwortung, probieren, wie der Schmerz zu regulieren ist. Oft bringt uns Schmerz auch in so eine Starre, in ein Erstarren. Dann wird das Gewebe drumherum noch zusätzlich fest aus lauter Angst. Ja, oh, ja. Wenn ich mich bewege, tut es noch mehr weh.
Und deshalb gilt es auch da, ganz feinfühlig zu sein und wirklich zu gucken, die kleine Bewegung, die möglich ist, wie kann ich die etwas vergrößern? Die sanfte Bewegung, wie kann ich die etwas verstärken? Die langsame Bewegung, wie kann ich etwas mehr Tempo da reingeben? Also wirklich individuell gucken, was geht denn schmerzarm bis schmerzfrei und wie kann ich aus dem Kleinen ins Große kommen, aus dem Einfachen ins Komplizierte und dann vielleicht mir wieder einen Bewegungsspielraum erarbeiten, der nicht in den Schmerz mich führt, sondern mit dem Schmerz mich trotzdem in Bewegung bringt und das ist schon oft die halbe Miete. Das hört sich an wie eine Einladung, die Körperwahrnehmung zu verbessern. Ja, und das ist ja ein lebenslanger Prozess, da werden wir ja nie mit fertig. Mhm. Ja. Mhm. Ja, wir haben jetzt einiges zusammengesammelt, wie der Schmerz erträglicher wird, wie der Schmerz etwas nachlassen kann. Das ist eine gute Botschaft, eine ermutigende. Vielleicht können wir jetzt mal den Schmerz da noch mal rauflegen, ganz werden wir ihn vielleicht doch nicht. Ich habe einen etwas größeren genommen, weil er manchmal schon schwer wiegt. Und aber wir haben ja auch einiges gefunden, was wir dagegen halten können. Was würdet Wofür wollen wir die große Kugel nehmen? Wahrnehmung. Ja, für die Wahrnehmung, finde ich auch. Ja. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Naturheilkunde mit den ätherischen Ölen, mit den ganzen Salicylpflanzen, die wir haben. Da ist nämlich jede Menge um uns herum. Und das Schöne ist, die wachsen überall. Also wir müssen nur die Augen aufmachen, raus aus der Haustür und zack, steht da entweder eine Linde, eine Birke, ein Holunder, eine Weide. Ja. Ja, das sind ja unsere Allerweltsbäume. Ja, genau. Ich habe mal eine Muschel genommen, die steht für die Weite. Ich würde die wirklich heilende Ernährung dazu nehmen, die rohkosthaltige, das schmerzlindernde Essen. Oh. Oh ja. Das bewegt mich schon. Siehst du? Ja. Und die Botschaft des Schmerzes ergründen. Mhm. Mal sich Hilfe suchen und da zu gucken, was will der Schmerz mir dann sagen? Ja, und was haben wir noch? Die duften Sachen zum Beispiel. Ne? Ja, die duften Sachen, die sind schon hier. Und auch hier die, also die Bewertung. Was nehme ich mit meinem Schmerz so an? Mhm. Ja, und dann noch gute Beziehungen, die mir helfen. Ja, das finde ich. Die mich trösten, die mich auch anfassen. Mhm. Weißt du, ich finde, manchmal ist es auch wichtig, den Schmerz auch mal, das mal zu berühren. Ne? Oder einer sagt, oh Mensch, das tut mir aber leid. Das kann man gar nicht so helfen, aber ich fasse dich mal an. Mhm. Ja. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Ne? Also alles können wir jetzt nicht darstellen. Mhm. Aber auf unserer Website ghaustv.de werden wir noch ein paar Sachen zusammenstellen. Ja. Ganz praktisch steht da noch der Roll-On, gell? Ach ja. Den du selbst machst oder den man ganz leicht selber machen kann. Ja, danke dir. Hier habe ich jetzt auch einfach ein Öl rein und ätherische Öle. Da kann man jetzt machen, eben passend zum Schmerz, was man hat. Wenn ich jetzt immer Kopfschmerzen habe, könnte ich zum Beispiel Pfefferminze reinmachen. Mhm. Und dann kann ich das hier immer aufrollern auf die Schläfen, an die Stellen, wo es eben hingehört. Wenn ich Gelenkschmerzen habe, dann könnte ich zum Beispiel einen Zitronen-Eukalyptus reinmachen, das riecht auch toll. Oder eben die Lorbeere, was ich schon erzählt habe. Ja, oder auch bei, wenn es jetzt Muskelverspannungen oder sowas sind, ein tolles Johanniskrautöl rein und dann Lavendel oder Kajeput mit reinmachen. Und dann habe ich eben, wenn ich diesen Roller habe, dann kann ich das ganz punktuell da auftragen. Und das Schöne ist ja dann, dass ich das auch mal berühre, also die Stellen, dass ich denen Aufmerksamkeit schenke. So, weil meistens ist ja, dann wollen wir erst gar nicht hingucken, wenn es schmerzt. Mhm. Aber dass wir dann wirklich dann gerade erst die Aufmerksamkeit drauf geben. Den denke ich auch nochmal mit drauf. Ne? Wenn ich da mit meiner Aufmerksamkeit hingehe und dann kann das schon... Ja. Ja, jetzt ist der Stein zwar noch da, aber er fällt nicht mehr ins Gewicht. Wir haben dem Schmerz jetzt versucht, vieles entgegenzusetzen. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, es ist Ihnen etwas leichter geworden. Nicht ums Herz, sondern auch mit dem Schmerz. Wir wünschen Ihnen ein fast schmerzfreies Leben. Lassen Sie sich's gut gehen. Freuen Sie sich auf die nächsten Sendungen. Bleiben Sie gesund und froh.